Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Klartext mit Katja Pehle. Alle, die sich heute zugeschaut haben, wissen vielleicht noch, dass wir diese Runde ja im Landtagswahlkampf hier in Sachsen-Anhalt im letzten Jahr etabliert haben. Auch wenn Corona aktuell Treffen mit echten Menschen und vor Ort möglich macht, ist es trotzdem ein gutes Format, um über andere Themen auch mit Persönlichkeiten zu sprechen, die nicht unbedingt in Sachsen-Anhalt unterwegs sind oder sogar hier bei mir im Wahlkreis in Halle. Und deshalb wollen wir das Format gerne wiederbeleben. Wir haben uns heute für den Auftakt der neuen Klartextreihe ein Thema auf der Bundesebene ausgesucht. Es geht um die im Koalitionsvertrag des Bundes festgehaltene Legalisierung von Cannabis. Und ich freue mich ganz, ganz herzlich, dass ich zwei tolle Gäste begrüßen kann. Einmal den Dirk Heidenkluth, Mitglied der Bundestagsfraktion, der für diesen Bereich Berichterstatter ist und vielleicht auch aus seiner Erfahrung heraus, insbesondere auch mit dem großen Bereich der psychischen Erkrankung, vielleicht uns mal einen Einblick geben kann, welche Diskussionen werden da gerade auf Bundesebene geführt. Und ich darf begrüßen Frau Dr. Andrea Bennecke, die Vizepräsidentin des Bundes der Psychotherapeutenkammer. Bei der Verordnung ist schon ganz klar, um was es geht, denn wir wissen, dass mit der Vorlage des UN-Berichtes der Bundesregierung zum Thema psychische Gesundheit und Jahresbericht der UN, des UN-Büros, wir sehen, dass es einen Anstieg in diesem Bereich der psychischen Erkrankungen geht. Und viele haben sicherlich die Frage, wie geht das eine, Cannabis, eine Droge, wenn auch eine weiche Droge, mit dem anderen zusammen. Und wir wollen heute ganz offen über das Thema sprechen. Und vielleicht, wenn ihr Fragen habt, dann gerne hier auch wieder, ihr kennt das, in den Kommentaren einstellen und dann versuchen wir euch auch in das Gespräch mit einzubeziehen. So, das war es erstmal von mir. Jetzt geht's los. Und ich gebe dir, Dirk, gerne als erstes das Wort, um mal uns ein bisschen abzuholen, an welchem Stand ihr auf der Bundesebene bei dem Thema gerade seid und an welchen Stellen ihr tatsächlich auch noch Diskussionsbedarf untereinander habt, welche Dinge sind gegeneinander abzuwägen. Ja, liebe Katja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und einen herzlichen Gruß aus Nordrhein-Westfalen und zwar aus dem schönen Ruhrgebiet. Das sieht man jetzt im Hintergrund nicht so, weil das ist schlicht mein Arbeitszimmer oder mein Lego-Zimmer, wie man das gerne möchte. Aber es ist sozusagen Nordrhein-Westfalen und das Ruhrgebiet und ich freue mich, heute dabei sein zu können. Zum Stand bei uns. Ich glaube, das ist inzwischen ja weitgehend bekannt. Das Gesundheitsministerium hat die Legalisierung sozusagen auf die Schiene gebracht. Das heißt, wir haben bereits einen Prozess der Expertinnen-Expertenanhörung hinter uns. Das fand ich auch ganz genial. Dadurch sind wirklich alle eingebunden worden. Nach meiner Kenntnis, Frau Bennecke, auch die Bundespsychotherapeutenkammer war beteiligt an diesem Prozess. Das war wichtig, um wirklich alle mitzunehmen. Und es ist in fünf verschiedenen Gesprächsrunden. Noch vor der Sommerpause sind eigentlich alle Themen abgearbeitet worden, die wichtig waren. Der nächste Schritt ist jetzt, dass Karl Lauterbach als Gesundheitsminister ein Eckpunktepapier, ich denke, spätestens nach der Sommerpause vorlegen wird. Und wir erwarten dann im November, Dezember tatsächlich einen Referentenentwurf, also den Gesetzentwurf in der Frage. Das vielleicht erstmal zum Stand. Und wenn ich jetzt wirklich auf die Punkte eingehen soll, über die wir noch diskutieren, dann ist wahrscheinlich deine Stunde um, fürchte ich. Insofern mache ich das nur staccatoartig an so ein paar Punkten. Also es gibt einige zentrale Themen. Eins ist die Frage, wie lässt sich das, was wir vorhaben, mit Völker- und Europarecht überhaupt vereinbaren? Das ist jetzt überhaupt noch keine Frage, die Cannabis betrifft oder die Frage psychischer Erkrankung möglicherweise, sondern erstmal eine rein rechtliche Frage. Da bin ich auch sehr dankbar, dass die Kollegin Kamm-Wegge da sehr eng mit im Boot ist und das Ganze mitbegleitet. Also wir müssen rechtliche Fragen lösen. Da sind wir uns als Koalition einig, wie wir es gerne hätten. Die Frage ist, werden wir uns auf Europa- und völkerrechtlicher Ebene einig? Das muss man noch sehen. Eine zweite Frage ist dann, wie regeln wir das Ganze vom System her? Also, wie läuft das mit Anbau? Machen wir den in Deutschland? Importieren wir? Was wird da passieren? Deckeln wir den Anbau? Also die Frage THC-Gehalt, das ist sozusagen der primäre Suchtstoff, sage ich mal, in Cannabis, wobei CBD noch nicht gut genug untersucht ist, einige andere Cannabinoide auch noch nicht, das weiß man noch nicht genau. Dann die Frage, wie läuft der Vertrieb? Welche Geschäfte dürfen das? Da gibt es einen Koalitionspartner, der stark auf Apotheken setzt.
Wir anderen sagen, es müssen Fachgeschäfte sein. Ob es dann Apotheken sind, am Ende ist nochmal eine andere Frage. Die werden es sicherlich auch sein können. Und dann gibt es natürlich die Frage, und die ist für mich persönlich als Gesundheitspolitiker ganz zentral: Wie verknüpfen wir das eigentlich mit der Suchthilfe? Wie verknüpfen wir das eigentlich mit Beratung, mit Unterstützung, mit Prävention? Denn einfach nur legalisieren, und das hat, glaube ich, der UN-Bericht nochmal sehr deutlich gezeigt. Wobei der ja auch deutlich gezeigt hat, wir haben ein Problem in Europa, obwohl es überall verboten ist. Also steigt trotzdem. Verbot nützt da nichts. Aber er hat eben auch deutlich gezeigt, wir müssen den Menschen erklären, was sie tun an der Stelle. Das müssten wir aus meiner Sicht übrigens bei Alkohol auch viel stärker. Aber das ist nochmal eine andere Frage. Aber und das ist der nächste Punkt, um den wir uns noch kümmern müssen. Und da gibt es noch viele, viele weitere Facetten, die lasse ich mal außen vor. Aber das sind vielleicht so drei Punkte, die ich mal spreche hier, und dann würde ich erstmal Schluss machen. Vielen Dank, Dirk. Frau Dr. Bennecke, aus Ihrer Sicht, hieß ja gerade schon, Sie sind ja in die Anhörung oder in die Vorbereitung auch mit einbezogen worden. Wie sieht denn die Psychotherapeutenkammer die Legalisierung? Denn es gibt, soweit ich weiß, ja schon Untersuchungen, die sagen, auch mit dem Konsum von Cannabis können sich psychische Erkrankungen quasi Bahn brechen. Meistens sprechen davon, dass es da schon eine Disposition gibt, aber trotz alledem kann der Konsum von Cannabis dann zum Ausbruch führen. Von der Warte her, wie ist denn die Stellungnahme der Psychotherapeutenkammer an der Stelle gewesen? Ja, erstmal einen schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung, Frau Pehle, und die Möglichkeit, mit Ihnen und Herrn Heidenblut und den vielen Zuhörern und Zuschauern zu diskutieren über dieses doch wichtige Thema. Ja, wir stehen der Legalisierung positiv gegenüber. Wir haben uns lange und intensiv mit dieser Thematik befasst, eben genau aus dem Grund, den Sie schon genannt haben. Natürlich ist es so, dass psychische Erkrankungen mit dieser Droge, mit Cannabis, zum Teil einhergehen. Das tun sie aber, egal ob es legalisiert ist oder ob es nicht legalisiert ist oder kriminalisiert wird. Sobald man Cannabis konsumiert, läuft man ein gewisses Risiko. Und je mehr man konsumiert, umso mehr steigt das Risiko, zum Beispiel für Depressionen, zum Beispiel für Angsterkrankungen, aber auch für Psychosen. Das ist hinlänglich bekannt, das haben wir heute auch schon. Und wir wissen inzwischen auch, dass je jünger man beginnt, Cannabis zu nutzen und zu gebrauchen, umso höher die Risiken sind, dass man tatsächlich schwerwiegende psychische Erkrankungen auch haben kann. Insofern ist es wichtig, dass wir frühzeitig im Grunde mitbekommen, wenn jemand Cannabis gebraucht und nutzt. Und das wird im Moment dadurch erschwert, dass es kriminell ist. Cannabis zu haben, nicht zu nutzen, aber doch zu haben. Und dann redet man darüber naturgemäß auch nicht so sehr. Je jünger man ist, desto weniger letztlich, aber auch im höheren Alter vielleicht nicht unbedingt. Man geht damit nicht hausieren. Und damit verzögert sich aber auch durch Scham und Schuldgefühle möglicherweise, dass man sich Hilfe sucht, wenn sie eigentlich nötig wäre. Und da spätestens muss man sagen, braucht man eine andere Herangehensweise, sodass wir die Menschen erreichen und abholen können, wenn sie denn Cannabis gebrauchen. Und wie gesagt, im Moment durch die Verbotspolitik kriegen wir das ja auch nicht weg. Die Menschen nehmen es und nutzen es und dann tun sie es legal und jetzt tun sie es im Verborgenen. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ich will da gerne noch mal nachhaken. Dirk, du hast ja gesagt, eigentlich den Menschen zu erzählen, was sie da konsumieren und dann auch auf die Risiken auch hinweisen und dass es eigentlich da eine Parallelität zu Alkohol gibt. Das sehe ich auch. Nur dass wir, glaube ich, einfach aus unserem Kulturraum heraus gelernt haben, mit Alkohol umzugehen. Schaffen nicht alle, haben wir genau das gleiche Problem. Bei Cannabis ist es irgendwie so ein Schritt, den unsere Gesellschaft erst tun will und deshalb ist er wahrscheinlich auch so öffentlich diskutiert. Welche Schritte gerade an Menschen heranzugehen, hältst du für besonders wichtig? Also diese Aufklärungsarbeit, was ist da alles zu tun? Und hat es dann vielleicht auch was damit zu tun, wo man Cannabis möglicherweise verkaufen kann, um das irgendwie ineinander zu bringen? Also zum einen glaube ich, und das haben wir auch schon gemacht, ist, dass Prävention auch im Vorfeld schon richtig wichtig ist. Also wir müssen einfach über Cannabis, das ist ja das Problem, das wird gerade schon angedeutet, der Verbotspolitik.
Es wird dann auch nicht wirklich drüber geredet, weil es ist ja verboten. Also muss ich ja in der Schule nicht drüber reden, also muss ich ja in der Familie nicht drüber reden. Eigentlich dürfte es ja gar keiner haben, also besitzen. Man darf es ja nutzen, das ist ja das Absurde. Also Konsumenten werden ja eigentlich nicht bestraft, nur man darf es nicht besitzen. Und wie man es jetzt konsumiert, ohne es zu besitzen, das muss mir noch jemand erklären, das hat noch nicht geklappt. Also diese Verbotspolitik führt genau dazu, wir reden nicht drüber. Und genau das müssen wir tun. Und das müssen wir jetzt auch im Vorfeld schon tun. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass es uns mit dem Haushalt gelungen ist, bei den Präventionsmitteln nochmal fast 4 Millionen obendrauf zu packen und sogar in einem bestimmten Bereich rund 1 Million speziell für Cannabisprävention nochmal uns sozusagen vorzuhalten, weil das muss ganz wichtig sein. Wir müssen jetzt endlich drüber reden und das ist, glaube ich, auch das Gute in der Bevölkerung. Die Legalisierung führt auch dazu, dass man es aus der Tabuisierung, aus der Stigmatisierung rausnimmt und eher drüber diskutiert und auch sagt, Mensch, da gibt es aber eben auch Gefahren. Das wird ja alles unterm Teppich gehalten, so ein bisschen. Der zweite Punkt ist, die Legalisierung muss natürlich mit einem guten Kinder- und Jugendschutz einhergehen. Wir müssen dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche nicht nur aufgeklärt und Prävention betrieben wird, sondern natürlich, die sollen weiterhin nicht legal dran kommen können. Aber der Dealer achtet nicht drauf. Dem ist das völlig egal. Hauptsache, es gibt Kunden. Die Geschäfte werden künftig darauf achten müssen, so wie die Geschäfte darauf achten müssen, dass Alkohol nur an bestimmte Altersgrenzen abgegeben wird. Und das Dritte, und das ist mein Ansatz, der ist jetzt aber, das sage ich direkt dazu, noch nicht abschließend abgestimmt, wie wir das machen wollen. Ich finde auch die Geschäfte, die es abgeben, müssen geschultes Personal haben, das auch über die Gefahren gut informiert ist, aufklären kann, informieren kann und das ist auch noch mal ein Punkt, über die Inhaltsstoffe informieren kann. Also erstens vermeiden wir Zusätze. Das haben wir ja auch bei Tabak als große Diskussion. Ich erinnere daran, dass Menthol irgendwann verboten wurde als Zusatz. Also wir vermeiden kritische Zusätze. Das hat Karl Lauterbach ja auch noch mal angesprochen. Also versetzten Stoff, der noch mal ein höheres Gefährdungspotenzial hat. Wir schaffen es, Bewusstsein herzustellen über das, was ich zu mir nehme und dann auch das mit Informationen und idealerweise auch direkt mit Angeboten zu verbinden, wenn jemand merkt, nicht jeder hat natürlich eine psychische Erkrankung, weil man Cannabis nimmt. So wenig jeder, der Alkohol zu sich nimmt, zum Alkoholiker, zur Alkoholikerin wird. Und nicht jeder wird auch süchtig, glücklicherweise. Aber man muss wissen, was man tun kann, wenn da was nicht funktioniert. Und man muss auch wissen, worauf man achten muss, wenn man vielleicht schon eine Depression eh hat oder eine Veranlagung zu einer psychischen Erkrankung, dass es dann vielleicht nicht hilfreich ist. Auch darüber wird ein Dealer einen nie aufklären. Und das sind die Dinge, die ich in den Geschäften auch sehen will. Ich will Informationen, ich will Beratung. Und dann muss man aber den Stoff legal erwerben können. Und wenn man ihn dann legal erworben hat und man stellt fest, man hat ein Problem, und das ist das, was Frau Bennecke gerade völlig zu Recht gesagt hat, dann geht man eben auch sich Hilfe holen. Ich gehe mir doch keine Hilfe holen, wenn ich gleichzeitig sagen muss, ich bin aber ein Krimineller eigentlich. Also ich habe mich da gerade strafbar gemacht. Jetzt will ich aber Hilfe haben. Das ist doch eine viel größere Hürde. Also wir schaffen mehr Aufklärung, mehr Prävention und wir schaffen es, dass die Menschen, die es dann brauchen, sich auch Hilfe holen. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass die Bundespsychotherapeutenkammer das auch sehr deutlich auch in die Richtung sieht, weil ich glaube, das ist der absolut richtige Weg. Und andere Länder wie Portugal zeigen das durchaus auch, dass das durchaus zu positiven Effekten führt. Woher kommt es, Dirk, dass in der Öffentlichkeit aber die Legalisierung von Cannabis, sagen wir es mal so, es gibt eine große Gruppe, die haben es schon in den Koalitionsverhandlungen oder vor den Koalitionsverhandlungen gefordert, dass man endlich diesen Schritt geht. Aber trotz alledem gibt es ja auch sehr, sehr viel Widerstand. Es gibt sehr, sehr viel kritische Diskussion. Das darf man ja nicht verschweigen. Woran glaubst du, liegt das? Liegt es einfach an dem Nimbus? Eine Droge wird jetzt legalisiert? Ist es nur eine Sichtweise von Konservativen? Was glaubst du, was steckt da dahinter? Nein, ich kann die Angst auch gut verstehen. Also die Angst sozusagen, dass vielleicht mehr Leute Cannabis zu sich nehmen. Die Angst, dass das möglicherweise alles nicht so klappt, wie wir uns das vorstellen. Ich kann das gut verstehen. Und ich kann verstehen, dass das kontrovers diskutiert wird. Das müssen wir auch aushalten. Aber es muss einfach erkennbar werden. Das Setzen auf eine radikale Verbotspolitik hat uns letzten Endes nichts gebracht. Wir haben, wenn man sich den letzten Suchtbericht anguckt, bei den legalen Drogen, gerade bei Jugendlichen, Stagnation oder Rückgang, weil wir rankommen an die Menschen. Wir haben bei Cannabis weiterhin steigende Zahlen, auch unter den Jugendlichen. Das heißt, man muss einfach deutlich machen, es bringt nichts. Und das Strafrecht, so bitter das ist,
Und so sehr man das vielleicht auch anders sehen möchte, ist eben nicht dazu da, mich davor zu schützen, dass ich mir selbst schade. Das muss Prävention erreichen, das muss Aufklärung erreichen, das muss Wissen um das, was ich mir antue, erreichen. Aber dann bin ich für mich verantwortlich. Das Strafrecht ist dazu da, mich davor zu schützen, im Wesentlichen, dass jemand anders mir was Übles antut. Und hier bewirkt das Strafrecht genau das Gegenteil, weil es schützt mich im Zweifel davor, den Cannabisstoff, der nicht ungefährlich ist, der aber ungefährlicher wäre, wenn er nicht mit Pestiziden, mit irgendwelchen Zusatzstoffen, mit genetischer Aufpeppung versetzt wäre. Es hindert mich daran, an einen legalen Stoff zu kommen, der, also als Suchtpolitiker sage ich, dem ich auch keinem rate zu nehmen, aber trotzdem, der am Ende weniger gefährlich wäre als das, was wir auf dem Schwarzmarkt erleben. Und das heißt, es bewirkt im Zweifel genau das Gegenteil. Aber ich kann das verstehen, und wenn du über Jahre, Jahrzehnte ein Produkt verboten hast. Und alle haben immer gesagt, das ist gefährlich und das ist schlimm und das ist, da wird ja auch mit Mythen agiert. Das ist eine Einstiegsdroge, ist es nicht? Also, es sei denn, wir sehen grundsätzlich mal alles als Einstiegsdroge, dann ist im Zweifel eben das erste Alkoholglas, das ich trinke, auch eine Einstiegsdroge, aber es ist keine spezielle Einstiegsdroge. Aber wenn das in den Köpfen ist, dann braucht es Zeit, das rauszukriegen. Deswegen finde ich es auch gut, dass der Prozess nicht übers Knie gebrochen wird. Und dass wir mit den Menschen reden. Und es gibt ja viele, die schreien jetzt Entkriminalisierung und macht das sofort und am besten gestern. Falsch. Auch falsch, weil ich glaube, damit würden wir die Menschen, die kritisch sind, schlicht nicht mitnehmen und überfordern. Und das müssen wir tun. Deswegen finde ich den Expertinnen- und Expertenprozess gut. Wir werden ja auch noch einen normalen Gesetzgebungsprozess haben mit Anhörung und allem. Aber wir müssen da überzeugen. Bin aber auch froh, dass die letzten Umfragen zumindest gezeigt haben, dass die Mehrheit in der Bevölkerung doch eher dazu neigt zu sagen, es macht jetzt auch Sinn zu legalisieren. Und es ist aus meiner tiefen Überzeugung, das merkt man vielleicht, der absolut richtige Weg, gerade um die Gefahren in den Griff zu kriegen und eben nicht um sie zu erhöhen. Aber dass die Angst da ist, dass Gefahren erhöht werden, das kann ich schon verstehen, weil das ist halt klar. Es ist eben auch kein nicht ungefährlich. Das, was du sagst, will ich nochmal unterstreichen. Es geht nicht darum, quasi Cannabis den Stempel aufzudrücken, keine Gefahr, sondern tatsächlich etwas, was in der Gesellschaft angekommen ist, raus aus dem Strafrecht zu holen, was viele Menschen in die Illegalität treibt, im Konsum und damit tatsächlich Probleme erzeugt. Dr. Benecke, wenn Sie schauen aus den Erfahrungen, insbesondere der Psychotherapeuten mit Drogenkonsum, Cannabiskonsum, was glauben Sie, wird die Legalisierung an der Stelle in Anführungsstrichen Positives bewirken, wenn es um das Aufsuchen von Hilfe geht? Und ist darauf überhaupt unser System von Anlaufstellen, Beratungsstellen, Psychotherapeuten überhaupt jetzt schon ausgerichtet? Würden wir das überhaupt hinbekommen? Ja, also ich erhoffe mir sehr, dass wir mehr Menschen dazu bekommen, dann, wenn sie merken, dass irgendwas schief läuft, wenn irgendwas nicht mehr rund läuft, wenn sie merken, sie brauchen diesen Stoff immer mehr, wenn sie merken, sie kommen nicht mehr gut ohne aus, dass sie sich dann ziemlich schnell Hilfe holen. Eben, es ist angesprochen, man ist dann kein Verbrecher in dem Sinne, sondern man ist jemand, der ein Problem hat und sich Hilfe holt. Und das tun viele andere Menschen richtigerweise ja genauso. Ob wir darauf vorbereitet sind, wenn dann viele kämen, das ist eine spannende andere Frage. Wir haben im Moment ja schon sehr lange Wartezeiten auf Psychotherapieplätze. Wenn sich mehr Menschen an uns wenden, gerade in den niedergelassenen Praxen, dann wird es da enger noch, als es jetzt gerade ist. Aber in erster Linie wären ja die Suchtberatungsstellen, die Anlaufstellen zunächst mal, vielleicht auch stationäre Einrichtungen, die spezialisiert sind auf die Behandlung von Suchterkrankungen. Aber da nochmal ist das Kind ja quasi schon in den Brunnen gefallen. Wenn man da stationär geht, dann ist schon klar, dass man abhängig ist. Das wird beileibe nicht jeder. Das wird nur eine kleine Minderheit. Und wenn die Hilfe bekommen, in dem Umfang, wie sie es brauchen, wäre das gut. Und ich glaube, das wäre auch noch zu stemmen. Aber die, die sich Hilfe holen, weil sie sich Sorgen machen, weil sie merken, da läuft vielleicht was aus dem Ruder, das sind die, die dann eher an die Suchtberatungsstellen gehen. Und da, muss man ehrlich sagen, da ist es dann knapp, wenn wir nur ansatzweise die Menschen abholen wollen, die da Fragen mit sich bringen. Und da braucht es in der Tat nochmal Unterstützung und Geld, auch diese Suchtberatungsstellen gut aufzustellen. Das muss dann gut verteilt werden, gut überlegt werden. Aber klar ist auch, das muss überall möglich sein und nicht nur in großen Städten.
wo viele Menschen sind und wo das Problem vielleicht auch noch greifbarer ist als auf dem Land, weil auf dem Land ist es genauso virulent. Aber da sind die Anlaufstellen eben dünner gesät und das kann dann auf die Dauer tatsächlich nicht so sein. Ich weiß gar nicht, ob ich mich einfach einmischen darf, Katja. Ich würde das jetzt mal tun an der Stelle. Der Bitte, das dann nachzusehen, wenn das nicht so vorgesehen ist. Aber ich will das nochmal verschärfen. Also im Bereich der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten müssen wir schon jetzt völlig unabhängig von der Legalisierung dringend was tun, weil uns dort die Menschen, die Manpower, Womanpower fehlt. Das hat noch gar nichts mit Legalisierung zu tun, aber es wird durch die Legalisierung nicht einfacher werden, muss man auch ganz klar sagen. Weil auch wenn die Suchthilfe erstmal gefragt ist, auch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, da wo wir in die psychische Erkrankung kommen, werden anders beansprucht. Da müssen wir was tun, das haben wir im Koalitionsvertrag vorgesehen und ich hoffe sehr stark, dass wir das jetzt auch in Kürze dann nochmal tun werden. Aber, und da ist nochmal ein Systemwechsel gefragt und da sind sicher auch die Länder nochmal gefragt und auch die Kommunen nochmal gefragt, wir müssen endlich die Suchthilfe auskömmlich finanzieren und wir müssen dafür sorgen, dass sie verlässlich finanziert wird. Das ist etwas, was auch noch nicht richtig funktioniert und auch das müssen wir im Gesetzgebungsprozess aus meiner Sicht mitdenken, denn es kann nicht sein, dass wir den Menschen Möglichkeiten eröffnen, also Legalisierung, aber eben auch Möglichkeiten, sich anders zu zeigen, anders zu outen und ihnen dann aber nicht die Anlaufstellen bieten. Das geht nun überhaupt nicht. Also insofern, auch das ist ein Aspekt des Prozesses. Und ich würde ganz klar sagen, darauf sind wir noch nicht ausgerichtet, aber wir können es werden. Und ich bin mir sicher, es gibt sowohl bei den Psychotherapeutinnen wie bei und den Psychotherapeuten wie auch bei den Suchthilfestellen durchaus die Kapazität, das zu machen, wenn wir die entsprechende Finanzierung und die entsprechenden Möglichkeiten bereitstellen. Okay, wenn du an der Stelle, also du hast vorhin schon gesagt, es sind schon Mittel eingestellt zur Verbesserung der Prävention. Jetzt gibt es ja immer unterschiedliche Anlaufstellen für Prävention. Das eine sind die Suchtberatungsstellen, die sind ja aber meistens auch in der Verantwortung der Länder beziehungsweise dann auch der Landkreise. Ist schon mal die Frage, wie kriegen wir das hin? Denn auch aus der Erfahrung heraus, die ich in Sachsen-Anhalt gemacht habe, alles, was diese Beratungsstellen anbetrifft, im großen politischen Diskurs sind immer alle einig, dass wir sie brauchen. Wenn es aber um die konkrete Finanzierung geht, dann ist es immer ein bisschen schwierig, insbesondere auch in Landkreisen, wo das finanziell nicht so ganz einfach ist. Trotzdem, wir haben eine gute Struktur in Sachsen-Anhalt. Unser Ministerium ist da auch ganz weit vorn weg, um zu sagen, natürlich brauchen wir das. Aber was stellt ihr euch an dieser Stelle vor? Denn ich glaube, um das jetzt auch mal als Landespolitikerin zu sagen, ohne eine klare Zuweisung auch von Mitteln wird es in diesem Bereich ja kaum gehen. Also es gibt leider wie bei so vielem in diesem Gesetzgebungsprozess noch keine so konkreten Vorstellungen. Ich kann jetzt nur sagen, und ich glaube, da spreche ich zumindest für einen Teil der Koalitionspartner auch mit, wir stellen uns schon vor, dass wir auch eine bessere Aufstellung der Suchthilfe und eine bessere Finanzierungsstruktur hinkriegen. Das ist jetzt, das kennst du, immer so eine Bund-Länder- und am Ende auch Verhandlungsgeschichte natürlich nochmal, weil es ja im Zweifel darum geht, wer bringt dann Geld mit. Ich glaube aber persönlich, wir kommen nicht umhin, einen auch da Finanzierungsmix zu machen, ähnlich wie wir das jetzt zum Beispiel auch bei der Schulausstattungsfinanzierung oder bei anderen Dingen hinbekommen haben, wobei wir da übrigens nicht mal unbedingt an einer Grundrechtsänderung sind, sondern einfach über die Finanzierung uns unterhalten müssen, einen Finanzierungsmix zu machen und da muss auch der Bund am Ende sich beteiligen. Es muss für die Suchthilfe klar sein, sie ist sauber finanziert, langfristig gut aufgestellt und sie kann reagieren auf das, was da passiert. Übrigens ist das etwas, da bin ich schon für, auch ohne die Legalisierung, weil wir haben genug zu tun in der Suchthilfe, ohne dass wir legalisiert haben. Ich hoffe auch, dass wir nicht so irre viel mehr zu tun kriegen werden, aber wir werden mehr zu tun kriegen, vielleicht aber auch mehr Hilfemöglichkeiten anbieten und dann am Ende irgendwann wird sich das auch abbauen können. Aber wir müssen die Suchthilfe stabil ausstatten. Kann mir jetzt leider noch nicht sagen, das ist dann wahrscheinlich auch Verhandlungssache, da wird mich wahrscheinlich mein Fraktionsvorsitzender auch steinigen, wenn ich jetzt schon mal kurz erkläre, wie wir das finanzieren werden. Aber also ich bin mir sicher, wir müssen eine Lösung finden, die muss zwischen Bund und Ländern austariert werden. Die Kommunen sind ja im Zweifel immer am Ende der Kette, die es dann machen müssen. Aber letztlich müssen Bund und Länder klären, wie das Ganze funktionieren kann. Und das ist für mich ein ganz zentraler Prozess, der in dem Gesetz mitgedacht werden muss. Sonst wird das nicht funktionieren. Bei den Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sieht es ein bisschen anders aus, weil da reden wir über dann ja Menschen, die... Das gilt dann auch für die Frage Suchtklinik oder Ähnliches. Da reden wir über Menschen, die erkrankt sind. Also die Suchthilfe greift ja auch dort ein, wo
Verhindern ansteht, wo Prävention ansteht. Und da sind wir natürlich mit den Kassen und mit anderen Fragen nochmal auf Bundesebene anders aufgestellt. Und da wollen wir ja auch, was die Frage zum Beispiel Sitze angeht oder andere Möglichkeiten angeht, durchaus als Bund was tun. Das ist dann weniger ein Austarieren zwischen Länder und Bund. Aber die konkrete Aufgabe der Suchthilfe, auch als Beratungsinstanz, ist eigentlich natürlich Länder- oder Kommunalsache. Da müssen wir gucken, wie wir da gemeinsam eine Lösung finden. Aus unserer Sicht muss die aber gefunden werden. Ich bin jetzt so frei, darf ich auch gerade dazwischengrätschen? Ich finde es prima, Herr der Heidenblut, dass Sie das so vehement vertreten, weil in der Tat, also wir sind uns da ja einig, Sie wissen ja auch um die Schwierigkeiten in der psychotherapeutischen Versorgung sehr gut. Es ist natürlich schon so, wenn Patientinnen und Patienten oder die noch nicht Patientinnen, die aber zu Psychotherapeuten kommen in die Sprechstunde, um herauszubekommen, ob sie denn Patient sind, ob sie vielleicht ein Problem haben, ein psychisches, das dann auch behandelt werden muss. Also an der Stelle landen sie schon relativ schnell auch bei Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Und da in der Tat brauchen wir mehr Kapazitäten, sonst kriegen wir das an der Stelle wirklich nicht hin. Wir haben ja jetzt schon Wartezeiten, die sind episch lang. Es ist ja unzumutbar und ich wäre Ihnen außerordentlich dankbar und der SPD genauso wie den Koalitionspartnern, wenn Sie sich da auf den Weg machen und da nochmal ein bisschen Druck ausüben könnten, dass sich an der Stelle was bewegt. Das fordern wir ja alle gemeinsam schon eine ganze Weile. Ich will das auch nochmal unterstreichen. Ich durfte ja bei den Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene für den Bereich Gesundheit mitdiskutieren und mitverhandeln. Von der Warte her, das Thema psychische Erkrankungen und der Bedarf, den wir da auch haben, auch mit mehr Sitzen, was natürlich dann eine Verhandlungssache auch mit den Krankenkassen ist, ja ein ganz anderes Finanzierungssystem. Das ist da auch diskutiert worden und es ist ein wichtiger Bereich. Ausrufezeichen jenseits des Themas Cannabis. Das ist wirklich, man darf nicht das eins zu eins übertragen, denn die psychischen Belastungen, die wir jetzt gerade auch nach Corona alle vielleicht individuell auch merken oder auch im Familien- und Freundeskreis, haben uns gezeigt, wie groß der Bedarf an Unterstützung und Begleitung an der Stelle ist. Wir haben eine ganze Reihe von Kommentaren und ich will nicht verhehlen, dass insbesondere von einer Zuschauerin ganz, ganz kritische Kommentare kommen nach dem Motto, jetzt wird das Kiffen quasi mit einem Heiligenschein besehen und man sieht ja auch bei Tabak, dass irgendwie alle Aufklärung nichts nützt. Von der Warte her will ich das gerne nochmal aufgreifen. Ich will gerne nochmal auf den Aspekt kommen, was passiert. Dirk, vielleicht kannst du das auch nochmal aus deiner Perspektive und aus den Erfahrungen, die du in dem Politikfeld gesammelt hast, was passiert mit Menschen, die Cannabis nehmen, zwar ein Problem damit haben, aber aufgrund der Situation sich gar nicht trauen, an andere heranzutreten und sich Hilfe zu suchen. Denn auch das haben wir bei den Koalitionsverhandlungen ganz intensiv diskutiert, welche Hürden man aktuell individuell zu überspringen hat, wenn man aus dem Konsum aussteigen will, einfach weil es strafrechtlich relevant ist, also der Besitz von Cannabis strafrechtlich relevant ist und für viele Bereiche dann ja auch Konsequenzen hat. Ja, mache ich gerne, wobei ich vorab nochmal sagen will, also erstens, wir legen ganz sicher keinen Heiligenschein um Cannabis. Das würde ich bei keiner Droge tun. Das mache ich übrigens auch nicht bei Alkohol und bei Tabak. Und zweitens, das will ich zumindest mal sagen, unsere Präventionsmaßnahmen, unsere Aufklärungsmaßnahmen bei Tabak helfen schon. Gerade bei Jugendlichen sind die Zahlen durchaus nicht mehr steigend, was in anderen Bereichen anders aussieht, und bei Alkohol sogar rückläufig. Also insofern, das hilft schon, da was zu machen, wenn man das Produkt nicht sozusagen kriminalisiert. Und genau das muss bei Cannabis auch passieren. Ja, was passiert mit jemand? Also erstmal, wenn ich Cannabis jetzt nehme, und ich glaube, wir sind uns alle einig, wer Cannabis bekommen will und haben will, der bekommt es dummerweise in Deutschland zurzeit. Und es soll auch, das lasse ich mir dann immer von denjenigen erklären, die jünger sind als ich, die mich besuchen kommen in Berlin, gar nicht so schwierig sein. Ich habe das noch nicht probiert, aber man bekommt es. So, derjenige, der es also bekommt und jetzt tatsächlich in eine kritische Situation kommt, der sieht sich natürlich damit konfrontiert, dass zunächst mal, solange er noch oder sie noch Cannabis hat und ja auch davon ausgeht, es weiter zu brauchen, weil man nun eben in einer Suchtkrise steckt, weil man merkt, wenn ich es nicht mehr nehme, dann bekommt es mir aber nicht gut und dann passiert mir was, es ja eigentlich nicht besitzen darf. Also schon mal weiß, wenn ich jetzt mich klar mache, wenn ich sage, ich habe das und ich bin das und ich nehme das und ich brauche das eigentlich auch, eigentlich kriege ich es dann nicht mehr.
Und eigentlich habe ich dann direkt ein Riesenproblem. Ich bekomme einen Stempel aufgedrückt. Ich bin jemand, der sich da am Schwarzmarkt kriminell Sachen besorgt hat. Wer weiß, was ich womöglich am Ende noch alles getan habe, um da meine Sucht zu befriedigen oder sonst was zu tun. Ich habe möglicherweise das Risiko, dass ich mit meinem Führerschein Stress bekomme, weil den kriegt man auch abgenommen, wenn man nicht berauscht fährt, weil das ist so ein grundsätzliches Problem nochmal in dem Bereich. Also ich habe ganz viele Punkte, die ich plötzlich im Kopf habe, die mir sagen, ja, jetzt kannst du zwar versuchen, Hilfe zu finden, aber können die das eigentlich anonym machen? Wir haben zwar Beratungsstellen, wir haben inzwischen auch Möglichkeiten, auch Drogenkonsumräume und Ähnliches, wo bestimmte Sachen funktionieren, aber wie lange anonym bleibt das? Mache ich mich nicht doch offenkundig, steht da am Ende der Polizeiwagen vor der Tür der Suchthilfe und zack, werde ich eingesammelt. Das heißt, die Hürde, sich jetzt Hilfe zu versuchen, ist riesig. Und da ist es, und da muss man auch sehen, auch was psychisch bei Menschen passiert, das ist einfacher zu sagen, ach komm, dann mach ich weiter. Und eigentlich fühle ich mich ja persönlich auch erstmal ganz wohl da in meinem Umfeld. Und dann steigert sich der Konsum möglicherweise. Dann hat der Dealer natürlich oder die Dealerin auch Interesse, mich da stärker an sich zu binden. Dann werde ich möglicherweise auch mit anderen Drogen noch verseucht. Und dann komme ich in eine Situation, aus der ich am Ende gar nicht mehr rauskomme. Also die Hürde, sich aktuell zu öffnen, zu sagen, ich brauche Hilfe und sich auch in das Hilfesystem zu begeben. Nicht zu wissen, schaffe ich es zum Beispiel in einem Methadonprogramm. Auch das ist gar nicht einfach. Also das ist ja ein Ersatzstoff. Ich komme ja aus einer Sucht normalerweise. Das wird Frau Benecke noch besser sagen können als ich. Komme ich ja nicht raus, indem ich sage, ich höre jetzt auf. Jetzt habe ich kein Cannabis mehr, ich nehme Cannabis mehr, kein Cannabis mehr, ich habe mich jetzt sozusagen gemeldet. Damit ist das für mich erledigt. Ist ja nicht. Ich brauche Unterstützung und die reicht häufig psychotherapeutisch oder psychologisch alleine nicht aus. Ich brauche dann auch möglicherweise ein Ersatzstoff für eine gewisse Zeit. Oder ich muss langsam ausschleichen, wie wir das auch bei anderen Dingen kennen, etc. pp. Also gerade bei Medikamentensucht ist das ja häufig auch nochmal ein Problem. So, das geht aber ja nicht, weil es ist ja ein Stoff, der ist nur kriminell zu beschaffen. Ich kann da gar nicht ran. Jetzt gibt es Methadon, das ist ja ein Ersatzmittel zum Beispiel, das man theoretisch einsetzen könnte. Da haben wir aber schon Schwierigkeiten wieder, welche Ärzte verordnen das. Da haben wir auch Schwierigkeiten, sozusagen alle ins System zu kriegen und so weiter. Also, ich weiß nicht, komme ich da überhaupt raus? Und dann habe ich aber schon offenkundig gemacht, ich bin ja jemand, der das eigentlich braucht. Und womöglich bin ich auch jemand, der sich das jetzt am Schwarzmarkt dann doch wieder besorgen muss. Und dann bin ich vielleicht schon im Blick der Justiz und im Blick der Polizei und im Blick der Ordnungsämter. Und dann mache ich das nicht. Also wir erleben das leider viel zu häufig, dass alle diese Hürden, die zum Teil auch durchaus nur im Kopf ablaufen, weil man Ängste hat, dass die am Ende dazu führen, dass man eher tiefer in die Sucht rutscht, eher noch zu anderen Drogen dann greift und also zu Dingen, die nochmal wirklich eine andere Gefährlichkeit auch haben. Und das ist der Grund, warum es einfach so wichtig ist, die Leute da rauszukriegen. Und ich will nur mal einen Punkt sagen an der Stelle. Wir wissen zum Beispiel beim Alkohol, ich weiß nicht, ob eben der Begriff fetales Alkoholsyndrom was sagt. Das ist etwas, wo, wenn Schwangere Alkohol zu sich nehmen, die Kinder sofort und sehr stark geschädigt werden können. Also ein richtig großes Risiko. Man stelle sich vor, wir würden jetzt alle Schwangeren deshalb zu Kriminellen machen, wenn sie mal ein Glas Sekt trinken. Da wird kein Mensch auf die Idee kommen, sowas in Erwägung zu ziehen. Also Kriminalität oder das Kriminalisieren hilft eben nicht, um zu verhindern, dass bestimmte Dinge eintreten. Und sie verhindert sogar im Gegenteil, dass man bereit ist, sich offen zu zeigen und auch auf Prävention zu achten und dann auch, wenn es Probleme gibt, sich zu melden und was zu tun. Und das ist einfach der Punkt, den wir bei Cannabis, hoffe ich, dann in Zukunft nicht mehr haben. Aber das vielleicht nur als ein paar Aspekte. Man könnte noch ein paar Hürden mehr nennen. Es ist auch gar nicht so einfach im Moment an eine gute Suchtberatung zu kommen. Es ist gar nicht so einfach im Moment auch in stationäre Unterstützung und Hilfe zu kommen. Und all das in dem, mit dem, mit im Hinterkopf. Und ich habe jetzt gerade klar gemacht, dass ich eigentlich jemand bin, der illegal Dinge tut. Das ist eine Sperre, die für Menschen dann am Ende nicht überwunden werden kann. Da ist dieses Kopfnicken gesehen, an vielen, vielen Stellen. Frau Dr. Bennecke, ich will gerne nochmal, weil wir haben ja, wie gesagt, am Anfang schon gesagt, wir haben so eine Alltags- und Kulturerfahrung mit Alkohol. Jetzt wissen wir aber, dass es auch psychische Erkrankungen infolge von Alkoholsucht gibt, und dass das auch, schwerwiegende Folgen haben kann. Aus Ihrer Erfahrung, gerade was diesen Bereich anbetrifft, gibt es da tatsächliche Unterschiede zwischen schwerwiegenden Folgen von Alkoholsucht? Nicht jeder, der Alkohol trinkt, wird abhängig, genauso wenig wie nicht jeder, der Cannabis raucht, auch davon abhängig wird. Kann man da noch mal einen Vergleich ziehen, um einfach diesen
diesen Vorwurf, es ist doch aber eine Droge, noch mal ein bisschen, ich will nicht sagen zu relativieren, aber einzuordnen. Da eins ist ganz klar, hat Dirk Heidenblut auch gerade gesagt, es geht ja nicht um einen Heiligenschein für Cannabis, aber einfach um eine Einordnung in ein System von Substanzen, von denen wir mit einigen Erfahrungen haben und mit anderen wahrscheinlich gesellschaftlich eher weniger. Ja, Alkohol ist tödlich. Das ist Cannabis nicht. Man muss davon, man kann gar nicht so viel Cannabis zu sich nehmen, wie dass man sterben könnte. Aber bei Alkohol ist das durchaus der Fall. Wir haben sehr, sehr viele Alkoholtote jedes Jahr und im Grunde reduziert sich diese Zahl auch nicht wirklich substanziell. Ein großer Unterschied ist auch weiter, dass Alkohol oft gewaltbereit macht. Da fallen Hemmungen. Und wir haben so viele Übergriffe, körperliche Übergriffe auf andere Menschen. Da gibt es Schlägereien, da werden Frauen verprügelt, da wird beleidigt und so weiter und so fort. Alles das haben wir in diesem Ausmaß bei Cannabis nicht, haben wir aber bei Alkohol. Und daneben ist es so, dass natürlich auch bei Alkohol Depressionen in erhöhtem Maße vorkommen, genauso wie Angststörungen in erhöhtem Maße vorkommen. Also alles das, was wir bei Cannabis haben, haben wir bei Alkohol durchaus auch. Aber zudem eben genau das, was ich beschrieben habe, diese Enthemmung, diese Übergriffe, dieses Aggressionspotenzial, was damit dann freigesetzt wird, insbesondere bei Männern. Das ist das, was wir in den Statistiken ja auch immer wieder finden. Und insofern ist das nochmal, finde ich, eine viel schwerwiegendere Droge, als es Cannabis ist. Wie gesagt, ich will es auch nicht verharmlosen, wahrhaftig nicht. Es ist so, dass wir wissen, dass natürlich auch da die Depressionsraten steigen, dass auch die Angststörungen steigen, dass es Hirnveränderungen macht, insbesondere wenn man früh anfängt zu kiffen, zu rauchen, dass die langfristige zum Teil Folgen haben. Ich erlebe das in den Therapien immer wieder, wenn wir junge Menschen haben, Studenten, Studentinnen zum Beispiel, die schon eine ganze Weile Cannabis konsumieren, die dann zum Teil wirklich nicht mehr gut ansprechbar sind, die Hirnveränderungen haben und wo wir im Moment noch nicht so recht wissen, ob das sich einfach widerlegt im Laufe der Zeit oder ob das beständige Störungen sind. Und die will man natürlich überhaupt nicht haben, weil die hemmen natürlich dann auch den beruflichen Lebensweg, auch die sozialen Aktivitäten insgesamt. Insofern nicht harmlos, aber Alkohol ist nochmal ein Zacken anders und schwieriger, finde ich. Und es ist daneben legal und billig zu haben und überall und 24 Stunden, wenn es sein muss, um die Uhr. Das steht letztlich in keinem Verhältnis. Das muss man klar sagen. Vielen Dank nochmal für die Einordnung. Denn auch das haben jetzt auch schon einige Kommentare gespiegelt. Tatsächlich über Alkohol reden wir kaum. Bei Cannabis haben wir jetzt gerade eine große, große gesellschaftliche Diskussion. Ist vielleicht ja aber auch die Chance, über Prävention insgesamt beim Substanzgebrauch, über Prävention, Alkohol, Tabak, Cannabis ganz anders nochmal zu reden und das auch klar zu machen und auch nochmal eine klare Abgrenzung zu machen zwischen Cannabis zu anderen Drogen. Wir reden hier nicht über eine Legalisierung oder eine Freigabe von Kokain oder Heroin, von Crystal Meth, überhaupt nicht. Weil das tatsächlich nochmal eine andere Kategorie ist, sowohl was die Suchtgefahr anbetrifft, wie auch was die psychischen Folgen und solche Dinge anbetrifft. Dirk, an dich nochmal die Frage, ich habe eine Frage gekriegt, ob denn die Legalisierung von Cannabis überhaupt noch gekippt werden kann oder ob ihr in euren Diskussionen, ich weiß ja, was im Koalitionsvertrag steht, ihr schon so weit seid, dass das gar nicht mehr zur Debatte steht. Ich glaube, die Frage kannst du ganz einfach beantworten, oder? Ja, ganz so einfach vielleicht nicht, aber erstmal gibt mir das die Gelegenheit, Katja, dir auch nochmal schönen Dank zu sagen für das, was ihr in den Koalitionsverhandlungen geleistet habt. Übrigens nicht nur für den Bereich, sondern tatsächlich auch für den Bereich Psychiatrie, Psychotherapie, weil das ist wirklich was, wo wir darauf aufbauen können. Aber also innerhalb der Koalition kann die Legalisierung nicht mehr gekippt werden. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass wir ein Gesetz vorlegen werden und dass wir auch sicherstellen werden, dass es kommt. Aber ich hatte rechtliche Implikationen angesprochen. Wir wissen, dass wir auf europäischem Sektor, auf völkerrechtlichem Sektor und last but not least, wir haben gerade bei der Frage Suchthilfe über Länderbundeinigung gesprochen. Wir müssen auch noch den Bundesrat
mit betrachten, weil einige Fragen durchaus mitbestimmungspflichtig sind. Da muss man noch mal schauen. Ich persönlich glaube trotzdem, dass wir eine auch so überzeugende Debatte Richtung Legalisierung haben, dass es an sich nicht mehr gekippt wird. Die Frage ist noch, wie schnell und wie umfangreich es am Ende wirklich kommt. Es war ja auch nicht ganz die SPD-Linie, es sofort über allem auszukübeln. Wir wollten ja eigentlich mit Modellprojekten noch ein bisschen probieren, was ganz sinnvoll gewesen wäre, bin ich nach wie vor überzeugt von, aber das ist jetzt sozusagen vom Tisch. Aber nein, gekippt wird das aus meiner Sicht an der Stelle nicht mehr, sondern das wird kommen. Die Frage ist sozusagen, wie umfangreich und wie schnell. Ich würde jetzt nicht, wie ein bekannter Justizminister Deutschlands, dazu übergehen zu sagen, dass ich ab März oder April legal was kaufen kann. Das halte ich für viel zu schnell. Das wird nicht funktionieren. Aber ich sage mal, 2024 wird das schon dann auch in die Tat umgesetzt werden können. Das ist im Koalitionsvertrag klar und das ist für uns auch klar, dass wir diesen Weg gehen werden. Kannst du uns noch mal ein bisschen erklären, was die Problematiken hinsichtlich EU-Recht sind? Weil wir wissen, dass andere europäische Länder ja mit Cannabis tatsächlich anders umgehen als wir hier in Deutschland. Um einfach das ein bisschen einordnen zu können, was es da noch zu klären gibt. Also es ist so, dass es ja einen Völkerrechtsvertrag gibt, den Deutschland auch unterschrieben hat, der eigentlich sozusagen die Legalisierung nicht unbedingt verbietet, aber der Handelsfragen etc. pp. Abdeckt und die nicht zulässt. Und es ist völlig klar, wenn man das alles nicht zulässt, dann geht das nicht. Und der sich sozusagen einer harten Drogenpolitik verschrieben hat. Und dieser Völkerrechtsvertrag ist über die Schengen-Abkommen im Rege eines Anhangs der Schengen-Abkommen auch Teil des Europarechts geworden. Das müsste man jetzt eigentlich mit Mehrheit ändern. Das ist ja schon bekannt. Luxemburg zum Beispiel hat am Ende das Unterfangen dann aufgegeben. Die hatten ja auch die Idee, komplett zu legalisieren. Was dieser Vertrag nicht unterbindet, ist, den Eigenbedarf freizugeben, also den Pflanzenanbau für den Eigenbedarf. Und das machen viele europäische Länder, was er nicht unterbinden würde, wäre die Entkriminalisierung zu ermöglichen. Also schlicht zu sagen, so wie Portugal das macht, so wie in Spanien das in Teilen funktioniert, so wie Malta und Luxemburg das jetzt machen wollen, dass man nicht mehr verfolgt wird, also nicht mehr kriminell ist als jemand, der Cannabis in bestimmten Mengen besitzt. Das ist aber am Ende nur der halbe Weg, weil es ja nicht verhindert, dass man versetzten Stoff kauft, weil es nach wie vor einen auf den Schwarzmarkt treibt, wenn man Cannabis überhaupt erwerben will. Niederländer haben dann versucht, das über die Coffeeshops zu lösen. Mit dem aber an sich absurden Modell, dass die Coffeeshops sich auf dem Schwarzmarkt bedienen müssen, weil sie ja keinen legalen Ankauf und Weg haben, was auch absurd ist. Und deswegen müssen wir jetzt einen Weg finden. Und da bin ich mir sicher, wir haben viele europäische Partner. Also die Luxemburger hätten es eben gerne auch ganz anders gehabt. Es gibt auch europäische Partner, die sich durchaus was davon versprechen, wenn sie Cannabis künftig exportieren dürfen. Das ist ja auch ein Geschäft, darf man auch nicht völlig vergessen. Also ich hoffe, dass wir das auf dem Verhandlungswege, auf dem Weg miteinander lösen können. Aber ganz unproblematisch sind diese Hürden nicht. Und das muss man sich rechtlich sehr genau angucken. Da sind wir aber auch bei, das sozusagen zu betrachten. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Deutschland mal so eben Völkerrecht ignoriert. Auch da werden wir eine Lösung finden müssen. Es kam gerade die Frage ein, warum wir über das Thema denn eigentlich reden, wenn klar ist, dass die Legalisierung oder die Entkriminalisierung kommen wird. Ja, weil es so wichtig ist, Aufklärung zu leisten. Und auch das, was wir heute hier tun, glaube ich, ein bisschen dazu beiträgt, genau diese Aufklärung auch zu leisten und auch klarzumachen, dass es nicht einfach nur ein Gesetz braucht, zu sagen, so, ihr könnt jetzt, sondern dass dahinter tatsächlich eine Idee von Prävention, Begleitung und öffentlicher Aufklärung steht. Ich glaube, das ist nochmal ganz, 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 ganz wichtig an dieser Stelle. Frau Dr. Bennecke, ich weiß, dass Sie ja auch mit Ihrem Verband an dieser Stelle ganz, ganz intensiv dann auch in die weiteren Schritte sicherlich mit einbezogen werden, weil Sie in Ihrer Expertise da gebraucht werden. Wenn Sie sich jetzt, ich nehme an, Sie haben mit Dirk Heidenblut schon mehrfach darüber gesprochen, aber wenn Sie sich für den Prozess was wünschen dürfen, was wären denn Ihre größten Wünsche für diesen Gesetzesprozess und nachher auch für die Begleitung des Gesetzes? Na, ich denke, es ist ganz wichtig, es ist ja schon angeklungen, dass man den ganzen Weg letztlich betrachtet, vom Anbau bis hin zum Verkauf, vom Kauf und Verkauf in die jeweiligen Abgabestellen bis hin zum
sozusagen Endverbraucher. Wir können nicht da, wie die Niederlande es gemacht haben, freigeben an einem Ende und den Rest nicht mit betrachten. Und das macht den Prozess, finde ich, schon ziemlich anspruchsvoll, weil man kann nicht einfach nur hinten irgendwie was regeln, sondern man muss ganz vorne anfangen. Das ist sicherlich nicht so ganz einfach. Wir müssen die Präventionskampagnen uns auch gut überlegen, wo, wann, wie, an welcher Stelle klären wir denn auf? Wen klären wir denn auf? Wir sagen, wir müssen in die Schulen, wir müssen rechtzeitig anfangen, über Cannabis zu reden, über diesen Gebrauch, über die Risiken, die damit einhergehen, sodass an der Stelle auch klar ist, es braucht eine gute Kampagne. Ohne eine solche gute Kampagne und ohne gute Strategien können wir dem dann auch nicht so einfach zustimmen. Also wir müssen schon Möglichkeiten eröffnen, das zu regeln. Natürlich brauchen wir dann am Ende auch die Möglichkeit, dass wir die Leute, die dann sich bei uns wiederfinden, an allen Stellen, an Beratungsstellen, genauso wie im psychotherapeutischen Kontext, wie in den Kliniken, dass die Kapazitäten dann auch haben, sich um die Menschen zu kümmern. Ohne das, glaube ich, macht es auch keinen Sinn. Also das ist sicherlich ein nachgelagerter Prozess, aber es ist so, dass wir das nicht, und da bin ich völlig einig, nicht übers Knie brechen können und überhaupt gar nicht sollten, sondern wirklich dezidiert gucken, was ist an welchen Stellen eigentlich nötig. Und wir müssen dann am Ende sehen, wie wir das evaluieren. Also was kommt denn dann dabei raus? Haben wir damit mit dieser Strategie nun Erfolg oder haben wir keinen Erfolg? Wir haben verschiedene Länder, die das legalisiert haben, die mit ganz unterschiedlichen, ich sage es mal, Erfolgsraten dann dastehen. Es gibt welche, da ist der Schuss sozusagen eher nach hinten losgegangen. Es gibt welche, die sind da sehr erfolgreich gewesen, in dem Sinne, dass der Gebrauch nicht gestiegen ist und nur leicht. Wenn man es legalisiert, wollen natürlich auch viele Menschen, gerade weil man nicht mehr kriminalisiert wird, tatsächlich mal versuchen. Also einen leichten Anstieg, mit dem muss man sicherlich rechnen. Aber wenn es dabei bliebe, dann wäre ja auch schon wirklich viel gewonnen. Und es gibt Länder, die haben das geschafft. Andere Länder, die haben da ein größeres Problem mit. Und man muss gucken, welche Fehler darf man bitte nicht machen, die wir schon identifizieren können. Und wir müssen an der Stelle auf der sicheren Seite sein. Und das muss gut bedacht werden und aufeinander abgestimmt werden. Und insofern, ja, 23 werden wir dafür, glaube ich, durchaus brauchen, um das gut zu überlegen und am Ende auch eine Idee zu haben, wie wir das evaluieren und wie wir die Prävention parallel laufen lassen können. Weil ohne die kann es nicht gehen. Vielen Dank. Hinter den nicht ganz konkret formulierten Wünschen, aber da steckt ja schon ganz schön viel, viel Arbeit dahinter. Dirk, du hast vorhin schon gesagt, es gibt da ja auch in der Bundestagsfraktion eine Arbeitsaufteilung. Die Carmen Wecke wird nächste Woche mit mir auch einen Klartext zu dem Thema machen, um da auch nochmal zu sprechen, an welchen Stellen müssen wir genau hinschauen. Für die nächste Zeit des Prozesses, die Wünsche hast du jetzt gehört? Ich glaube, ein paar sind nicht neu für dich und auch nicht für die Diskussion in der Bundestagsfraktion. Wie geht es jetzt auch in der öffentlichen Diskussion darum weiter? Oder macht ihr jetzt erstmal quasi eure Arbeit und quasi die gesellschaftliche Diskussion lagern wir danach an oder setzen wir danach an? Aber was ist so, sind eure nächsten Schritte an der Stelle? Ich habe Mikrofon wieder einschalten. Also beides. Zum einen machen wir nicht nur, sondern wir haben unsere Arbeit gemacht. Carmen und ich haben alle Berichterstatter aus den verschiedenen Bereichen. Wir müssen ja Verkehr berücksichtigen, wir müssen Inneres berücksichtigen, wir müssen Landwirtschaft, das wird vielfach übersehen, berücksichtigen. Das muss ja auch angebaut werden. Das muss auch dazu Bestimmungen geben. Wir müssen natürlich Familie, Kinder und Jugend berücksichtigen. Das haben wir gemacht. Wir haben unsere Arbeit innerhalb der SPD gemacht. Das war für uns vielleicht ein bisschen aufwendiger, weil wir eben Modellprojekte wollten und ja gedacht haben, wir kriegen ein paar Antworten vielleicht noch geliefert. Das hat jetzt so nicht geklappt. Jetzt haben wir uns die Antworten selbst gegeben. Also wir haben bis ins Detail unsere Antworten bearbeitet. Die werden wir nicht bis ins Detail jetzt erläutern, weil das ist ja auch ein bisschen die Verhandlungsfrage dann mit den Koalitionspartnern. Aber das haben wir gemacht. Gleichzeitig versuchen sowohl Carmen als auch ich, aber ich glaube, das geht auch den anderen Koalitionspartnern so, versuchen wir auch sehr transparent zu sein. Es gehört in dem Prozess dazu, dass wir die Menschen mitnehmen. Und deswegen bin ich auch dankbar für sowas, was du hier heute machst. Wir müssen darüber sprechen, weil wir müssen auch den Menschen, gerade auch denen, die skeptisch sind, aber auch denen, die jetzt schon Cannabis nutzen und sich ja was davon versprechen, die Möglichkeit geben, dass sie sich beteiligen können, damit wir ein System aufstellen, das am Ende auch hält und das auch vernünftig ist. Also wir machen unsere Arbeit unter uns,
Das muss sein. Wir müssen Einigung herbeiführen. Wir haben auch bestimmte Dissonanzen. Ich will nur einen Punkt ansprechen, den es mit den Koalitionspartnern sicherlich noch als Dissonanz gibt. Das ist die Frage, ob es Online-Versand geben wird. Nach unserer Sicht nicht. Aber das werden wir dann noch ausdiskutieren. Also sowas müssen wir festlegen. Wir müssen das dann aber auch mit denjenigen besprechen, die es angeht. Ich kann im Moment sagen, wenn ich in meinem Instagram-Account mich bewege, mache ich eigentlich nichts anderes mehr als Fragen beantworten dazu, wie das aussehen wird, was wir konkret machen. Und da bin ich auch sehr dankbar. Und da kann ich auch nur zu aufrufen jeden, auch sehr konkrete Hinweise darauf zu bekommen, was vielleicht ein Schuss wäre, Frau Dr. Benecker hat das vorhin gesagt, der nach hinten losgeht, der vielleicht nicht so geschickt ist. Also nehmen wir, sag mal, einen Punkt, wir reden ja auch über Steuern. Die Kollegen in Kanada haben das so gemacht, dass die am Anfang ihr Produkt zu teuer gemacht haben. Wenn der Schwarzmarkt viel billiger ist als das, was wir am Ende bei uns machen, dann wird das leider nicht dazu führen, dass wir zumindest die Frage Schwarzmarkt in den Griff kriegen. Also wir müssen über solche Fragen reden und da müssen wir auch mit den Menschen reden, die da im Moment sozusagen von betroffen sind. Das machen wir und ich finde das wichtig. Wir müssen das transparent machen und deswegen bin ich auch immer bereit, das zu diskutieren. Und ich hoffe nur, dass man meine dann vielleicht auch manchmal abweichende Sicht. Weil ich finde eben auch, wie Frau Dr. Benecke, dass ohne Prävention, ohne Suchthilfe, ohne Unterstützung, ohne vernünftige Aufklärung geht es nicht. Da gibt es natürlich auch Cannabiskonsumenten, die meinen, wir wissen das alles schon, braucht man nicht. Die andere Sicht muss man dann eben auch akzeptieren. Aber ich vertrete das und ich nehme aber auch gerne Informationen entgegen. Und ich finde, wir müssen das einfach mit allen Beteiligten transparent machen. Und es wäre gut, wenn der Gesamtprozess am Ende so angelegt wäre. Und wie gesagt, in der Fraktion glaube ich, zumindest unter den Berichterstatterinnen und Berichterstattern, haben wir uns da vor der Sommerpause noch abschließend auf, glaube ich, einen guten Weg geeinigt, mit dem wir gerüstet sind. Und an uns wird es auf jeden Fall nicht scheitern, dass wir da vorankommen. Und die Frage wird ja auch sein, neben dem, wie wird der Preis festgelegt, an was wird er eigentlich festgelegt, was ist denn das, was wir dann da bezahlen? Ich denke, es ist auch wichtig, dass da keine Werbung für gemacht wird, dass es ein klares Werbeverbot gibt, was es im Übrigen auch für Alkohol geben sollte, nicht nur für Cannabis. Wir brauchen eine Anti-Stigma-Kampagne letztlich auch, dass diejenigen, die dann Hilfe brauchen, dass diese sich auch holen und dass Suchterkrankungen ja doch immer noch sehr häufig als Willensschwäche ausgelegt werden. Ne? Streng dich doch mal an, reiß dich mal am Riemen, dann wird das irgendwie schon laufen und so. Das ist so nicht. Suchterkrankungen sind schwere Erkrankungen und das braucht lange Zeit und auch viel Unterstützung, das wieder loszuwerden und dass man sich da zusätzlich traut, dass die Legalisierung ist das eine, aber die Anti-Stigma-Kampagnen an der Stelle wären sicherlich auch was ganz, ganz Wichtiges, dass wir die Menschen erreichen, die dann ein Problem bekommen. Das wollen wir alle nicht hoffen, aber natürlich wissen wir, ein bestimmter Prozentsatz wird es schon sein. Den gibt es jetzt und den wird es zukünftig auch geben, wie gesagt. Ich sage an der Stelle jetzt schon mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für dieses tolle Gespräch. Und ich freue mich, dass wir zumindest an den Reaktionen, die bei uns eingegangen sind, auch sehen, dass es, also es gibt kritische Stimmen und dass man sich damit aber auch auseinandersetzt. Ich glaube, das ist wichtig an dieser Stelle. Ich will aber für mich noch mal ganz deutlich hervorheben, wir haben einfach einen kulturellen Hintergrund, der es uns so einfach macht, über Tabak- und Alkoholkonsum in Anführungsstrichen in der Öffentlichkeit hinwegzusehen. Und das nicht als gefährliche Sucht, als gefährliche Droge wahrzunehmen, wohingegen andere Substanzen, an dieser Stelle Cannabis, schon per se kritischer gesehen werden. Es geht nicht um eine Verharmlosung, aber es geht tatsächlich um eine Abwägung. Und ich glaube, die Chance, die sich vielleicht jetzt auch mit diesem Diskurs verbindet, Frau Dr. Benecke hat es gerade gesagt, vielleicht ist es auch die Chance, insgesamt über Suchterkrankungen in der Öffentlichkeit nochmal anders zu sprechen. Nämlich deutlich zu machen, dass jede Abhängigkeit, egal ob von Alkohol, Tabak, Cannabis, Medikamente bis hin auch zu Spielsüchten etc. pp. Etwas sind, womit Menschen nicht alleine gelassen werden dürfen. Dass man ihnen die Chance geben muss, das auch für sich zu beenden und zwar mit Unterstützung von Beratungsstellen und in einer anderen Stufe dann auch mit einer psychotherapeutischen Unterstützung. Vielleicht verbindet sich damit tatsächlich auch eine Chance, insgesamt als Gesellschaft mit solchen Erkrankungen anders umzugehen. Und ich möchte auch nochmal sagen, jeder, der also erhofft hat, heute im Klartext zu hören, Ende des Jahres kann man da und da irgendwas kaufen, so schnell wird es nicht gehen. Und das ist ehrlich gesagt ein gutes Zeichen. Politik
tut gut daran, Expertinnen und Experten einzubeziehen, abzuwägen. Denn das, was wir insgesamt uns hier auf der Bundesebene vorgenommen haben, ist schon ein großer, großer Schritt, der tatsächlich über viele, viele Politikfelder hinaus Wirkung zeigen wird und wo man sich tatsächlich abwägend auch darstellen muss. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Bennecke, für Ihre Expertise an der Stelle. Dirk, dir ganz herzlichen Dank für deine Arbeit und Ihnen allen herzlichen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Woche machen wir eine zweite Runde zu dem Thema mit Carmen Wegge und einem Vertreter der GdP. Jetzt kann man sich denken, dass die Gewerkschaft der Polizei sicherlich nicht so hoch erfreut ist, wenn Politik sich vornimmt, Cannabis zu legalisieren. Aber ich finde, dieser kritische Diskurs ist notwendig und er muss auch aufgenommen werden. Und ich weiß ganz genau, so wie Dirk hier überall unterwegs ist, um dafür zu sprechen und klarzumachen, worum es geht, wird auch Carmen, glaube ich, dieses Gespräch gut aushalten, um da die Position darzustellen. All das hilft, tatsächlich auf das Thema aufmerksam zu machen und auch Informationen weiterzugeben. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren und auf bald. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Guten schönen Abend noch.